Assalamu alaikum, liebe Brüder und Schwestern im Islam und ein Hallo an alle Menschen, die die Wahrheit suchen. Es geht um dieses Video, das ich auf YouTube gefunden habe, mit dem Titel Ibrahim Abu Naji beschönigt und dann natürlich in einem katastrophalen orthografischen Kunstwerk soll dieses heißen, Selbstmordattentate. Da steht Selbstmordattentate. Ja. Der Punkt ist, es geht in diesem Vortrag von Bruder Ibrahim Abu Naji um Wiedergabe von Ahadith und auch aus dem Heiligen Koran zum Thema Märtyrertum. Märtyrertum oder Märtyrertod. Und dieser User Hunter 370133 hat sein Unvermögen, ja, und seine Inkompetenz leider nur als Hilfswerk, um den Islam zu kritisieren, also aus seiner Unwissenheit und aus seiner Unvernunft heraus, hat er also gesehen, Ibrahim Abu Naji spricht über Märtyrertum, also geht es um die Verherrlichung von Selbstmordattentaten. Ich hoffe nur, dass auf so einen Zug nicht weitere Unwissende springen. Man liest ja so viel in den Medien, ja, und man liest ja dann auch von einigen Journalisten, dass Terroranschläge mit dem Sprengstoffgürtel mit solchen Reden verherrlicht werden. Das ist eine derartige Dummheit, die in Dummheit nicht zu übertreffen ist. Das liegt ganz einfach darin, zunächst einmal in diesem Videovortrag sagt Bruder Ibrahim Abu Naji mit keinem Wort Selbstmordattentat, sondern es spricht von einem Märtyrertum. Shahid. Und ein Shahid, ja, ist definiert. Das heißt, wir können nicht einfach den Islamgegnern erlauben, diese Begriffe zu verwenden und mit Kamikaze-Verständnis von den japanischen Soldaten, die auch auf Pearl Harbor dann mit Kamikazenflügen angegriffen hatten damals, und dann glauben die dann, das ist damit gemeint, oder Samurai-Schwert. Ja. Es geht hier darum, beim Märtyrertod ist definiert. Ja, der ist definiert. Das ist nicht 72 Jungfrauen dafür, dass man sich einen Sprengstoffgürtel um den Leib schnallt. Das ist absoluter Unsinn. Im Islam ist es verboten. Und zwar im Heiligen Koran klar festgelegt, unter der Strafe der ewigen Hölle, wer einen Menschen tötet ohne Recht. Das heißt im Heiligen Koran von Leben, das Allah subhanahu wa ta'ala heilig und unversehrt gemacht hat. Und das sind alle diejenigen Menschen, die unschuldig sind. Ein Grundprinzip im Islam ist, dass wir gerecht handeln. Wir müssen immer gerecht handeln. Wir dürfen nicht ungerecht handeln. Das ist unislamisch, wenn wir ungerecht handeln. Und Menschen, die unschuldig sind, dürfen nicht getötet werden. Auch wenn es bestimmte Prediger gibt, die dann sagen, seht her, die haben die Regierungen gewählt, die dann in unsere Länder einfallen. Das heißt, diese Leute, die Zivilisten, sind doch schuldig, weil sie ja mit ihrer Wahlstimme im Rahmen der Demokratie derartige kriegerische Führungen gewählt haben und somit sind sie auch schuldig. Das ist falsch. Das ist total falsch. Ja? Damit kann man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Einmal die Islamkritiker, die unwissend sind und dumm sind und einfach nur eine bestimmte Klischeevorstellung folgen, aber vielleicht auch Leuten, die von Unwissenden derartige Predigten hören. Das ist falsch. Im Islam ist das ganz klar definiert. Du darfst nur in dem Maße strafen, wie dir selbst Unrecht geschehen ist. Das heißt dein Gegenüber. Ja? Wenn dir dein Gegenüber eine Ohrfeige verpasst, hast du das Recht auf eine Ohrfeige, nicht auf zwei. Und auch nicht auf drei und auch nicht auf vier Ohrfeigen. Und du hast auch das Recht und die Möglichkeit, ihm zu vergeben. Da sagt der Heilige Koran, das ist besser. Besser, du schlägst nicht zurück, sondern du vergibst. Aber du hast das Recht auf eine Ohrfeige. Gibst du zwei Ohrfeigen zurück, bist du ein Übertreter. Das sagt der Heilige Koran. Es sagt, wenn ihr antwortet auf Unrecht, das euch geschieht, dann übertretet nicht, denn Allah subhanahu wa ta'ala liebt nicht die Übertreter. Das heißt, es muss immer gerecht gehen. Ja? Und wenn wir also Menschen haben, die ein Kreuz gemacht haben auf einem Wahlzettel, ja, wir wissen ja nicht,
Welche Partei der Gegenüber gewählt hat, wissen wir ja nicht. Es ist sowieso unsinnig, daraus eine Schuldigkeit herleiten zu wollen. Aber wir wissen ja sowieso nicht, was der gewählt hat. Dann hat er uns kein Unrecht getan. Er ist in seinem System verwurzelt und hat normal von seiner Stimme Gebrauch gemacht. Wenn derjenige zur Waffe greift und uns mit der Waffe direkt angreift, haben wir das Recht auf Verteidigung. Oder, was auch im hiesigen Kriegsrecht verankert ist, auf Präventivmaßnahmen. Sowas nennt man dann Präventivangriff. Das ist in den Staatengemeinschaften üblich, wenn sie merken, dass die Gegenpartei dabei ist, einen gewaltigen Angriff vorzubereiten, dann macht man einen Präventive Strike, einen Präventivangriff, um eben diesen Angriff zu vereiteln. Und der Märtyrertod ist der, wenn jemand genau in so einem Krieg sich befindet, wie damals die Gefährten des Propheten Mohammed a.s. und auch der Prophet selbst a.s. Wenn die sich in einem Krieg befunden haben, in dem sie verfolgt wurden, in dem sie gequält und drangsaliert wurden. Warum? Weil sie den einen Gott anbeten wollen. Weil sie den einen Gott anbeten wollen, wurden sie drangsaliert. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Zu sagen, dann bete ich den einen Gott nicht mehr an, dann habe ich meine Ruhe. Dann werde ich nicht mehr angegriffen und dann haben mich alle lieb. Ja, dann sage ich ganz einfach, okay, ich mache mit. Ja. Das ist sogar im Islam erlaubt, wenn man im Herzen gläubig bleibt. Wenn man das also nur nach außen tut, um sich sozusagen zu schützen vor der Gefahr. Aber wenn jemand die Religion verteidigt, wenn er also dann auch in der Situation ist, Wehrpflicht, was man ja auch hier kennt, es kommt zu einem Krieg und der läuft nicht weg, um vor diesem Krieg zu flüchten, sondern er sieht, er hat die Möglichkeit zu kämpfen, es gibt eine Führung, es gibt eine militärische Führung und jetzt ist er eingezogen. Und wenn er dann in so einem Krieg, der aber eine Verteidigung der Religionsfreiheit in sich trägt, die Religionsfreiheit, dem einen Gott anzubeten, das steht auch in der Bibel. Gott gewährt die Religionsfreiheit, aber er gewährt nicht den Götzendienst. Das steht auch in der Bibel. Gott hat einen Feind, und das sind die Götzen. Gott teilt die Ehre nicht mit den Götzen. Deswegen von der Bibel aus schon der Krieg erklärt wurde gegenüber den Götzendienern. Aber selbst hier hat der Prophet Mohammed a.s. nicht einfach die Götzendiener abgeschlachtet, nicht einfach gesagt, jetzt die Götzendiener vernichten, sondern er hat sie eingeladen zur Wahrheit. Und sie haben ihn angegriffen, sie haben ihn verjagt, sie wollten ihn töten, bis es nicht mehr ging. Bis zur existenziellen Not, bis es einfach nicht mehr geht. Wenn er sich nicht verteidigt hätte, hätte er den Islam auch gleich aufgeben können, hätte sagen können, okay, machen wir weiter mit dem Götzendienst. Hat er sich verteidigt. Und wer in so einem Krieg der Verteidigung, nämlich für die Religion, deswegen Fissabilillah, auf dem Weg von Allah subhanahu wa ta'ala, dann fällt in so einem Krieg, nicht als Aggressor, nicht als Unterdrücker, nicht als Tyrann, nicht als jemand, der Unschuldige angreift und tötet, sondern in so einem Verteidigungskrieg. Dieser stirbt dann als Märtyrer. Das ist der Schahid. Aber nicht derjenige, der sich einen Sprengstoffgürtel umbindet und unschuldige Menschen, die vielleicht dabei sind, selbst fissabilillah, auf den Weg von Allah subhanahu wa ta'ala zu kommen, die Allah subhanahu wa ta'ala ausgewählt hat, die gerade dabei sind, den heiligen Koran zu lesen, die gerade dabei sind, zur Religion zu kommen, wahllos die einfach in die Luft zu sprengen und der Täter mit und dann geht er ins Paradies? Nein. Und das meint auch Bruder Ibrahim Abu Naji nicht, weil der Schahid hat eine islamische Definition. Es gibt aber gefährliche Subjekte, Alhamdulillah, die sehe ich hier in Deutschland nicht. Ja, jedenfalls habe ich noch nicht solche Prediger in dieser Dimension noch nie gehört. Aber das gibt es im Ausland. Ja, gibt es im Ausland, die da eben predigen, und ich habe auch den Eindruck, das ist meine persönliche Meinung, auch aus meinen eigenen Recherchen, das ist diese Tendenz, wo die Geheimdienste ja, infiltrieren und solche Prediger einschleusen, damit sie die Muslime auf Abwägen bringen, damit sie diese Begriffe zweckentfremden, den Leuten sagen, das ist eure Paradiessituation, ja? Ihr habt sie vor Augen, ihr müsst nur auf den Knopf drücken. Das heißt, es geht immer darum, die Religion zu verteidigen, oder überhaupt sich zu verteidigen, wo einem Unrecht geschieht. Man darf aber nicht übertreten. Ja, noch einmal.
Einer haut dir eine Ohrfeige, du hast Recht auf eine Ohrfeige. Subhanallah. Du hast Recht auf eine Ohrfeige. Allah subhanahu wa ta'ala hat dir Recht gegeben auf eine Ohrfeige. Aber nicht auf zwei. Machst du zwei Ohrfeigen, hast du dir eine Ohrfeige zusätzlich herausgenommen. Du bist ein Übertreter. Ja, so können wir dann auch verstehen, im islamischen Verständnis, so etwas, was Amerika gemacht hat, wo wir nicht einmal wissen, ja, Nicht-Muslime sagen, ja, das war ein Inside-Job. 3000 Menschen sind in New York getötet worden, ums Leben gekommen. Und Amerika antwortet mit der Tötung von 1,5 Millionen Menschen. Das ist mehr als Übertretung. Ja? Da kann man von ausgehen, warum da eben jetzt diese ganzen Katastrophen und Unglücke über Amerika kommen, Naturkatastrophen und so weiter. Allah subhanahu wa ta'ala hat das im Heiligen Koran gesagt. Er liebt die Übertreter nicht. Wir können ganz sicher sein. Wir haben den Heiligen Koran auf unserer Seite. Allah subhanahu wa ta'ala liebt die Amerikaner, die so etwas tun, nicht. Ja, der liebt die nicht. Der wird ihnen keinen Segen geben. Allah subhanahu wa ta'ala weiß es am besten, aber Allah subhanahu wa ta'ala hält sein Wort. Diejenigen, die übertreten, die liebt Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Das ist nicht einfach nur eine Floskel. Das ist eine gewaltige Warnung. Du darfst nicht übertreten. Du kannst nicht sagen, das war ein Fauxpas, ich habe mal übertreten. Ja? Ich habe übertreten. Ja, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe übertreten. Muss man vorsichtig sein. Das heißt, man ist automatisch dann wieder in der Situation, wo man Reue zeigen muss und um Vergebung bitten muss. Aber es gibt Situationen, die im Heiligen Koran ganz klar sind. Wer ein Leben tötet, das Allah subhanahu wa ta'ala unverletzlich gemacht hat, der geht in die ewige Hölle. Wer das ohne Grund tut, absichtlich, mutwillig, subhanallah, der ist verloren. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Heiligen Koran, so ein Menschen, der wird nicht mehr recht geleitet. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, es ist so, dass alle Sünden verziehen werden können, außer Schirk im Jenseits, wenn man in diesem Zustand stirbt. Jetzt heißt es aber im Heiligen Koran, wer ein Leben tötet, das Allah subhanahu wa ta'ala unverletzlich gemacht hat, so einer wird auch in die Hölle gehen. Jetzt gibt es einige, die sagen, das ist doch kein Schirk. Allah subhanahu wa ta'ala wird so einen in die Irre gehen lassen, dass der auch Schirk begeht. Er wird keine Rechtleitung mehr erfahren, wenn jemand das tut. Und derjenige, der in diesem Zustand stirbt, ja, das heißt also der Selbstmordattentäter, der Menschen tötet mutwillig, wo Allah subhanahu wa ta'ala dieses Leben unverletzlich gemacht hat. Es ist kein Recht für denjenigen. Er kann konstruieren, so viel er will. Er kann nicht im Jenseits sagen, ich bin davon ausgegangen, dass der Gegenüber auf einem Wahlzettel das Kreuz gemacht hat, auf die Partei, die in meinem Land entsprechend Soldaten dann schickt und die besetzt. Das ist Quatsch, Unsinn. Keine Chance. Denn du kennst nicht das Innerste der Brüste und kannst so nicht urteilen. Du bist nicht von demjenigen angegriffen worden und hast aber mit dem Knopfdruck ihn mitgezogen. Das heißt, du gehst in die Hölle. Du brauchst dir gar nicht ansatzweise einen Gedanken zu machen. Hinsichtlich der Tatsache, was diejenigen angeht, die im Krieg ihr Leben geben, gegen Soldaten, gegen Militäreinrichtungen, die Frauen und Kinder töten und dann auf diese Art und Weise diese Soldaten angreifen, die in der Front sind, die im Feld sind und die Absicht hegen, deine Brüder und Schwestern zu töten, da ist es was anderes. Denn da ist es Einsatz deines Lebens, um andere Leben zu schützen. Das heißt, du gehst zum Beispiel direkt zu den Soldaten, die sich an der Front befinden, die dabei sind, einen Angriff zu planen, deine Brüder und Schwestern zu töten mit der Absicht, wenn dann jemand dahin geht und in der Hingabe seines Lebens gegen diese Soldaten kämpft, das ist Märtyrertum. Da kann man nicht sagen, hallo, Selbstmord ist Haram, das ist Unsinn, das ist kein Selbstmord. Das ist dann ein Kampf zum Schutz, denn was bedeutet nämlich auch Märtyrertum? Wenn du dein Leben hergibst im Schutze eines anderen Lebens. Wenn du also durch das Hergeben deines Lebens ein anderes Leben rettest. Denn was sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran? Wer da nur ein Leben rettet, steht da, als wenn er die ganze Menschheit gerettet hätte. Subhanallah. Deswegen, es gibt einige Unwissende, ja, die einfach diese Begriffe nehmen und wie dumm dann sagen, ja, 72 Jungfrauen und es geht darum, Sprengstoffgürtel umzubinden. Das ist eine Dummheit sondergleichen. Und ich sage es mal ganz ehrlich. Der Prophet Muhammad alayhi salatu salam, man sagt, ein Hadith wird ihm zugeschrieben, ein Hadith wird ihm zugeschrieben, dass er gesagt haben soll, als man von einem Schlachtzug zurückkam, ja, man muss Kriegsfeldzug, darf man ja nicht einmal sagen, von einer Verteidigungsschlacht, denn der Prophet Muhammad alayhi salatu salam hat sich nur verteidigt. Als er dann eben von so einem Kriegsfeldzug im Sinne einer Verteidigungsschlacht zurückkam, dann sagte er, zu einem der Gefährten wird ihm zugeschrieben,
Allahu alam, ich weiß jetzt nicht, ob dieses stimmt, aber es steht in dem Hadith so drin: Wir kommen vom kleinen Dschihad, wir kommen von der kleinen Anstrengung. Das heißt, der Krieg ist die kleine Anstrengung. Wir gehen zurück zum großen Dschihad, das heißt das Leben. Das Leben ist die große Prüfung. Und wenn es so einfach wäre, ins Paradies zu gehen, nur mit einem Knopfdruck, Subhanallah, wenn es so einfach wäre, dann würde man nicht davon sprechen, von einem großen Dschihad. Ja? Deswegen, das ist absoluter Unsinn und das ist eine Verunglimpfung und das ist eine Lüge und das sind Unterstellungen. Und ich sage auch ganz deutlich, Bruder Ibrahim Abu Neji hat das niemals gepredigt. Niemals gepredigt. Okay? Sondern er spricht genau den islamischen Märtyrertum an, der nichts mit Selbstmordanschlägen zu tun hat. Was aber auf dem Kriegsschauplatz, was dort geschieht, ja, steht aus ganz anderem, auf einem ganz anderen Blatt. Das heißt, wenn jemand dann da, wo Panzer sind und Waffen und alles und dort hingeht und sein Leben hergibt, um diese Soldaten, die deine Brüder und Schwestern auf dem Kriegsschauplatz vernichten wollen, da kann niemand sagen, wa'iyadu billah, das ist eine Haram-Handlung. Sondern diesjenige verteidigt sein Vaterland, sein Mutterland, seine Menschen, seine Religion, ja, den Besitz seiner Brüder und Schwestern gegen die Aggressoren. Und so einer, Subhanallah, das ist ein Märtyrer. Ja. Aber nicht jemand, der jenseits des Kriegsschauplatzes irgendwelche Unschuldigen und sagt, ja, weil sie ein Kreuz auf dem Wahlzettel an der falschen Stelle gemacht haben. So geht das nicht. Das ist sehr wichtig, dieses Thema, weil natürlich die Feinde, die Wahrheitsleugner auf Arabisch, Kuffar, Wahrheitsleugner, das heißt diejenigen, die die Wahrheit leugnen, obwohl man ihnen das sagt. Ich erlebe auch Leute, solche und solche. Manchen sagst du die Wahrheit und sagen, ach, so ist das gemeint. Ja, toll, das ist ja gerecht, das ist ja schön. Gut, dass ich das jetzt weiß. Und es gibt andere, denen sagst du das und die nehmen das gar nicht auf und sagen, ach, das ist gar nicht so, du lügst nur. Im Grunde genommen ist es doch der berühmte Gürtel. Das sind die Kuffar, das sind die Leugner. Denen kannst du sagen, was du willst. Die haben ihre vorgefertigte Meinung, die sind im Hass verwurzelt, die folgen dem Teufel und seinen Einflüsterungen und glauben, dass sie rechtgeleitet sind in ihrem eigenen Denken und ihre eigenen Götter für sich selbst sind und auf niemand angewiesen. Ja. Aber wenn es dann zur ersten Herzattacke kommt oder zum Herzstiche oder zu einer Situation, wo man merkt, der Körper ist nicht wie immer, fühlt sich auch nicht wie immer an und das ist eine Paniksituation, glaubt mir, sie sind die Ersten, die schreien, oh mein Gott. Deswegen, es ist wichtig, dieses Thema, und es ist falsch von diesem Hunter 370133, wie er sich nennt, ohne Wissen, unverschämt, das ist eine große Unverschämtheit, ja, einem Menschen, ja, wie Bruder Ibrahim Abu Neji, der den Menschen das Beste will. Er will ihnen das Beste, er will, dass sie ihre Seelen retten vor dem Höllenfeuer. Das ist, wenn jemand nicht daran glaubt, dann sagt er, die Warnung nehme ich in Kauf, uninteressant, ist sowieso eine Fiktion, wenn man nicht daran glaubt. Wird keiner kommen und ihn dazu zwingen, denjenigen, der nicht glaubt. Das ist im Heiligen Koran verankert. Niemand darf zum Glauben gezwungen werden, weil dann züchten wir Heuchler. Wenn du jemanden zum Glauben zwingst, hast du einen Heuchler gezüchtet. Ja? Sondern er muss aus freien Stücken zum Glauben kommen. Dir obliegt nur die Verkündigung der Wahrheit. Und derjenige entscheidet, ob er das annimmt oder nicht. Du darfst ihn nicht dazu zwingen. So, wenn er sagt, er nimmt es nicht an, ist doch dann egal, dann kann er die Warnung in den Wind schlagen und sagen, Hölle oder nicht Hölle, interessiert mich nicht. Aber wenn jemand glaubt, nur derjenige, der glaubt, nur derjenige fürchtet die Warnung. Wer nicht glaubt, kann die Warnung nicht fürchten. Das ist abstrus, dumm. Was soll das? Ja? Und deswegen, wir bewegen uns hier auf der Situation, dass wir gläubigen Muslime wissen, dieses Leben endet und wir gehen vor Gericht. Und es ist ganz klar, nach unseren Taten werden wir bemessen. Und Bruder Ibrahim Abu Neji widmet ja, sein Leben so viel Zeit, so viel Energie, so viel Nerven, erntet nur Probleme. Ja. Gerichtliche Auseinandersetzungen hört man jetzt, Anzeige, dieses, jenes, hat gar nichts getan. Keiner einzigen Fliege hat er was getan. Gar nichts. Nur die Leute, die dumm sind und die Wahrheit leugnen und lieber weiter in diesem Leben nur denken, ja, und dann ganz einfach ihre Klischees aufgebaut haben und ihre Vorstellung, alles was jenseits dieser Vorstellung ist, muss schlecht sein. Weil sie nicht begreifen, er will ihnen nur das Beste. Aus seiner Überzeugung heraus, so wie ich das auch tue, wenn ich sage, ist klar, der Countdown läuft, die Uhr läuft ab, eines Tages verlassen wir diese Welt
Dann kommt es nicht darauf an, auf der war beliebt, ja, oder der hat eine große Achtung bei den Menschen oder schönen Respekt oder dies oder jenes, sondern dann kommt es auf deine Taten an. Dann kommt es nicht darauf an, wie die Leute über dich reden, sondern es kommt auf deine Taten an, was du dann mitbringst an Taten. Und die Taten sind vor allen Dingen deine Gottesdienste, um es ganz deutlich zu sagen. Und wenn du Gott nicht dienst, wird Gott dich in die ewige Hölle werfen. Das ist die Botschaft. Und wenn man sie nicht glaubt, dann ist es keine Gefahr für denjenigen, der nicht glaubt. Es ist keine Gefahr für ihn im Glauben, aber in der Realität, im Faktum, ist es eine gewaltige Gefahr. Denn das Leben wird ganz normal seine Tage zählen und dann wird er ermahnt, sind zu dir nicht Leute gekommen, die dich auf diesen Weg gerufen haben? Und hast du diesen Ruf ignoriert? So wirst du heute ignoriert. Und niemand wird zu dir sprechen und niemand wird dich achten, so sehr du auch winselst und schreist. Es interessiert nicht, so wie es dich nicht interessiert hat, als man dich zur Wahrheit und zur Rettung rief. Bruder Ibrahim Abu Naji tut nichts anderes. Was will die deutsche Justiz? Straftatbestand, Straftatbestand, Straftatbestand. Was wollt ihr? Wollt ihr die Predigt stoppen? Weswegen? Es ist nur eine Predigt. Es geht nur darum, diejenigen, die diese Predigt annehmen, die haben keinen Kontakt mehr mit Bruder Ibrahim Abu Naji, nur wenn sie vielleicht mal eine Frage haben. Das ist keine Vereinigung, das ist keine geschlossene Gruppe. Die leben ihr Leben ganz normal weiter, gehen weiter normal arbeiten, gehen normal ihrem Leben nach. Das Einzige, sie widmen ihre Zeit, und das ist nicht alle Zeit, das ist fünfmal am Tag, dem allmächtigen Gott. Sie beten ihn an, sie bitten um Vergebung, sie zeigen Reue für ihre Sünden, sie leben bewusster, das war's. Das ist nicht so, dass das hier eine Vereinigung, eine geschlossene Gruppe ist. Das ist nur jemand, der zu Gott ruft, mehr nicht. Ja? Aber wir Gläubigen stehen nicht vor einem Fragezeichen und wissen nicht, was ist los. Wir wissen, dass der Gegner Gottes, die Gegenseite, Gegner darf man gar nicht sagen, weil niemand wird Gott ebenbürtig, ja? Aber Gegner des Menschen müssen wir sagen, ja? Der Counterpart ist Satan. Und Satan ruft nur. Aber wozu ruft Satan? Zur Hölle. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im heiligen Koran, lass den ihre Leute rufen. Allah subhanahu wa ta'ala wird seine Leute rufen. Sinngemäß. Ja? Seine Wächter rufen. Subhanallah. Die Gläubigen sind nicht alleine. Ja? Die Gläubigen sind nicht alleine. Die Gläubigen dürfen nur nicht das Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala verlieren. Und es gibt gewaltige Prüfungen. Es gibt gewaltige Prüfungen. An der Geschichte von Yusuf alayhi salam sehen wir, was für Prüfungen Allah subhanahu wa ta'ala den Gläubigen, den Propheten bereitet hat. Yusuf alayhi salam ist jahrelang unschuldig im Gefängnis gewesen. Im Kerker. Ja, ist nicht wie hier heutzutage Luxusgefängnis, ja, mit Ausgang und Fernsehen und alles, was dazugehört. Im Kerker. Unschuldig. Und trotzdem hat er den Glauben nicht eine Sekunde verloren. Nicht eine Sekunde. Der hat überhaupt nichts Positives geerntet. Später erst. Aber wie viel Geduld hat er bewiesen? Subhanallah. Wie viel Geduld hat er bewiesen? Oder unser Prophet Muhammad, alayhi salatu salam. Wie viele Prüfungen musste er bestehen, bis es dann letzten Endes zum Erfolg kam? Das war nicht so, der Erfolg wurde ihm einfach bereitet. Er wusste nie, was kommt. Er hatte keine Kenntnis über das Verborgene, nur Allah subhanahu wa ta'ala und nur das, was Allah subhanahu wa ta'ala seine Diener wissen lässt. Und wie viel Leid musste der Prophet Muhammad alayhi salatu salam ertragen. Er wurde von Kindern mit Steinen beworfen. Er wurde von Innereien beworfen, von einer riesen Kamelkuh. Ja? Beim Gebet, beim Sujud, hat man ihm die kompletten Innereien, ja, über ihn geworfen. Demütigungen, subhanallah, Demütigungen, schlimmste Demütigungen. Und als er Herr über seine Feinde wurde, was hat er gemacht? Subhanallah, er hat ihnen vergeben. Und wir erleben nicht einmal den Bruchteil der Drangsalierung, die der Teufel den Menschen
eintrichtert, gegen die Gläubigen, gegen die Gottesdiener vorzunehmen. Wir erleben nicht einmal einen Bruchteil davon und sind schon bald voller Wut und Frust und ja, das muss man ganz klar sagen. Riesenfrust und ich halte es nicht mehr aus, diese Ungerechtigkeit. Sabr, Geduld, ist eine gewaltige Sache. Eine ganz gewaltige Sache. Es gibt eine Sure, die ganz deutlich macht. Die Wahrhaftigen und die Geduldigen, das ist die Kennzeichen derjenigen, eine der Kennzeichen unter anderem, derjenigen, die im Paradies sind. Derjenigen, die gerettet sind. Natürlich, die gläubig sind, kein Schirk begehen. Aber eines ihrer Eigenschaften, sie sind geduldig und sie sind wahrhaftig. Die Geduld ist eine gewaltige Sache. Und die Geduld ist etwas, was nicht jeder hat. Man kann nicht einfach sagen, gedulde dich, da gehört eine Menge zu. Das steht schon in der Bibel, bei den Juden und bei den Christen. Allah subhanahu wa ta'ala hat das in seinen Büchern verkündet. Allah subhanahu wa ta'ala prüft, wer ihn liebt. Er prüft. Er prüft, es steht in der Bibel ganz deutlich, Gott wird prüfen, ob ihr ihn liebt. Subhanallah, das ist eine gewaltige Sache. Und diese Prüfung ist nicht leicht. Diese Prüfung ist nicht leicht. Diese Prüfung ist groß. Ja? Alleine schon nur, wenn der Azan ertönt, es ist Gebetszeit und etwas anderes will uns ablenken. Alleine da fängt es schon an. Ja? Alleine da fängt es schon an, dann die Disziplin zu haben und zu sagen, das andere interessiert mich nicht, ich bete erstmal. Das andere kann warten. Das ist täglich. Jeden Tag sind wir mit diesen Prüfungen konfrontiert. Und genauso, wenn jemand Dauerarbeit macht, das heißt, er predigt, er will Leute zur Wahrheit bringen, solche Leute, sie werden schlechten Situationen ausgesetzt, Unannehmlichkeiten ausgesetzt. Ob sie jetzt weitermachen oder ob sie sagen, ich lasse es dann. Ich lasse es, das ist mir zu viel. Subhanallah, jeder Mensch wird geprüft. Jeder Mensch wird geprüft. Und diejenigen, zu denen die Wahrheit noch nicht gekommen ist, ja, denn bestraft wird nur diejenigen, zu denen die Wahrheit gekommen ist und sie ablehnen. Denn Kufar heißt Wahrheitsleugner. Du kannst die Wahrheit nicht leugnen, wenn du sie nicht kennst. Ich habe das oft erlebt in Foren. Was ist denn mit dem Eskimo? Geht der in die Hölle? Der Koran gibt auf alles eine Antwort. Die denken, da gibt es keine Antwort drauf. Da stehen wir dann mit dem Rücken gegen die Wand und wissen nichts anzuworten. Wenn der Eskimo noch nie etwas davon gehört hat, von Propheten Mohammed, alaihissalatu salam, oder von Inhalten aus dem heiligen Koran, gar nichts weiß, dann wird er nur nach dem gerichtet, von dem, was er weiß. Ja? Zum Beispiel sein Al-Fitra, dass er weiß, er darf nicht töten, er darf nicht morden, er darf nicht klauen. Das, was er weiß, danach wird er gerichtet. Aber nicht nach den Inhalten des heiligen Koran, das wäre ja ungerecht, die kennt er ja nicht. Genauso ein Christ, noch nie was heute unwahrscheinlich und fast unmöglich ist, noch nie was vom Islam gehört. Zu ihm ist die Wahrheit noch nicht gekommen, hat sich ihm noch gar nicht erschlossen. Und er glaubt immer noch an seine Trinität, weil er so das erfahren hat. Das ist seine ganze Wahrheit, mehr weiß er nicht. Er glaubt ja allen Ernstes, der geht in die Hölle. Aber wenn die Wahrheit zu ihm kommt und es heißt, du bist ein Ungläubiger, du, der da sagt, dass Gott einer von dreien ist, die Trinität, und er vernimmt es und man predigt es ihm, und man bringt ihm die Wahrheit, so dass er sie annehmen kann. Entsprechend, wie es heißt, der Islam, das ist die Religion, die in unserer Fitra ist. Keine Veränderung unserer Fitra. Die Fitra ist gleichbleibend. Keine Änderung. Das, was wir haben, dieser Glaube im Islam, das ist Fitra. Und wenn wir den Menschen das bringen, dann erinnern sie sich wieder daran. Dann haben sie dieses Gefühl. Und wenn sie es dennoch dann leugnen und dennoch dann von sich weisen, dann werden sie tatsächlich bestraft. Denn zu demjenigen, zu dem die Wahrheit gekommen ist und die ablehnt, der ist ein Kuffar, der ist ein Leugner. Heute können wir nicht mehr sagen, dass die Christen es nicht wissen. Fast jeder Christ weiß das. Wisst ihr was? Die zitieren Koranverse, um sie zu widerlegen. Das heißt, sie sind Zeuge ihrer selbst, dass sie die Wahrheit kennen. Sie benutzen die Wahrheit, um sie zu widerlegen. Das ist eine unfassbare Situation. Das ist so gewaltig. Sie wissen gar nicht, was sie tun. Sie wissen wirklich nicht, was sie tun. Ja? Sie wissen gar nicht, in welcher Situation sie sich befinden. Jetzt im Diesseits wissen sie es nicht. Aber das Jenseits kommt. Und dann werden sie es wissen. Und Menschen wie Bruder Ibrahim Abu Naji oder Menschen wie Abu Hamza Pierre Vogel oder Menschen wie Abu Duyana
Und viele andere Prediger hier in Deutschland haben nur dieses eine Ziel. Weißt du, wenn du die Menschen liebst, dann sagst du es ihnen mit aller Härte, kehrt um auf den rechten Weg, damit du deine Seele rettest. Aber wenn du die Menschen hasst und du kennst die Wahrheit und du siehst, dass er wirklich sie geleugnet hat, du hast sie ihm gebracht und er hat sie geleugnet und du hasst die Menschen, dann wirst du sagen, ist egal, ich weiß ja, dass du in die Hölle gehst, aber es tut mir gut, das zu wissen, ja? Ich werde dich nicht weiter aufklären. Natürlich müssen wir aufhören, weiter aufzuklären, wenn wir wissen, das bringt überhaupt nichts. Allah subhanahu wa ta'ala hat so einem den Herz versiegelt, mit dem kannst du berichten, was du willst. Der ist schon weg. Was willst du machen? Da kannst du gar nichts machen. Dieser ist verloren und dann brauchst du auch nicht weiter reden. Denn du, wie heißt es so schön im Heiligen Koran? Da wird der Prophet Muhammad a.s. adressiert. Ja, sinngemäß, du kannst die Blinden nicht sehend machen. Du kannst diejenigen, die in den Gräbern sitzen, und das ist eine Metapher für diejenigen, die wie tot sind, du kannst sie nicht lebendig machen. Ja, die in den Gräbern, die Blinden, die Tauben. Du kannst sie nicht hören, du kannst sie nicht sehend machen. Nur mit Allah subhanahu wa ta'ala's Erlaubnis. Das heißt, wenn wir erleben, dass Bruder Ibrahim Abu Naji Menschen zum Islam bringen, die Shahada sprechen. Subhanallah, das ist eine große Sache. Das ist eine große Sache. Ja, das ist eine Bestätigung seiner Arbeit, die belohnt wird, inshallah, damit, dass Menschen zum Islam kommen. Und diejenigen, die das bekämpfen. Ich will es nochmal wiederholen. Denkt ihr, das ist jetzt eine Vereinigung? Denkt ihr, das ist eine geschlossene Gruppierung? Nein. Diese Menschen gehen nach Hause, leben ganz normal ihr Leben weiter, aber mit dem Gottesbewusstsein. Das ist alles, was wir den Menschen bringen wollen. Gottesbewusstsein. Das ist eines der gewaltigen Dinge, die dir der Islam bringt. Gottesbewusstsein, dass du weißt, Gott sieht dich. Gott beobachtet dich. Gott hört dich. Gott weiß, was du tust. Du bist nicht allein. Du stehst unter Beobachtung. Dies ist eine Prüfung. Kehre um, wenn du merkst, du hast einen Fehler gemacht. Ja? Nicht nur, dass du sagst, ich habe ein schlechtes Gewissen vor mir selbst, sondern dass du zu demjenigen, der dich hierher gebracht hat und dich wieder zurückholen wird, zu ihm direkt sprechen, ohne Mittler. Ja? Es sei dir vergeben, aller Abbitte beim Pfarrer, ohne all dieses. Direkt mit deinem Schöpfer reden. Ihn um Vergebung bitten. Und was sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Heiligen Koran? Subhanallah. Er ist der so oft Reue annehmende, der immer wieder Reue annehmende. Er ist derjenige, er subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der die Reue annimmt. Und wir wissen, was es für Sünden gibt. Wir wissen, was für schlimme Sünden es gibt. Und wir wissen, zu was der Teufel uns einlädt. Wir wissen das. Wir wissen alles. Wir kennen den Schmutz der Sünde. Wir kennen den Schmutz der Sünde. Davor ist keiner kann sagen, ich kenne nicht den Schmutz der Sünde. Aber Allah subhanahu wa ta'ala vergibt. Und was ist das Gewaltige? Du lebst jahrelang ein sündenvolles Leben. Du bist so verschuldet, wenn man das jetzt mal in diesem Bild nimmt. Du bist so verschuldet, voller Sünden, dass keine Rettung mehr möglich ist, es sei denn Allah subhanahu wa ta'ala vergibt dir. Und weißt du was? Jede Sekunde hast du die Chance, mit einem Male sündenfrei zu sein. Mit einem Male mit Allah subhanahu wa ta'ala, der dich erschaffen hat, im Reinen zu sein und zu hoffen, dass er dich darin behält. Du lebst bewusster. Du weißt, wenn es einen Konflikt mit deinen Mitmenschen gibt, dann denkst du nicht nur der Konflikt zwischen mir und dem Mitmenschen, sondern du sagst, der Konflikt zwischen mir und dem Mitmenschen, den ich führe und habe vor meinem Schöpfer.
wenn ich jetzt eine Lösung herbeiführe, dann nicht nur immer zu achten, die Zufriedenheit meines Mitmenschen zu realisieren, sondern für Allah subhanahu wa ta'ala dies zu tun. Zum Beispiel zu sagen, ich vergebe diesem Mitmenschen. Nicht damit die anderen sagen, ach, was für ein großherziger Mensch. Ja? Nicht, dass man das will, wenn man das im Herzen hegt, sondern für Allah subhanahu wa ta'ala. Damit er subhanahu wa ta'ala diese tolle Tat von mir sieht, die gute Tat von mir sieht, um die schlechten Taten auszulöschen. Und das ist es als Gesamtvortrag, worum es geht. Es geht nicht darum, wie immer wieder von den Medien gesagt wird, oh, die rekrutieren Leute für den Dschihad. Was erzählt ihr den Menschen? Warum macht ihr die Menschen so verrückt und dumm? Ihr seid nach Afghanistan einmarschiert. Afghanistan hat euch überhaupt nicht den Krieg erklärt. Wir sagen euch, es gibt so viele Ungereimtheiten, nicht nur Muslime, auch nicht muslimische Experten. 9/11, das war ein Inside-Job. Colin Powell, bitte macht eure Ohren auf, der vor der UN-Vollversammlung gesagt hat, Saddam Hussein hat Massenvernichtungswaffen, wir müssen angreifen. Und ein paar Tage später gesagt hat, hier ist ein Tonband von Osama bin Laden, das beweist, dass Al-Qaida mit Irak zusammen kooperiert. Wir müssen Irak angreifen. Wisst ihr, was er heute sagt? Der Mann ist voller Reue. Er ist voller Reue. Er sagt, die Information war falsch. Der Geheimdienst hat ihm falsche Informationen zugespielt. Colin Powell sagt, wenn er gewusst hätte damals, dass die Informationslage ist, wie sie wirklich war, dann hätte er niemals die Zustimmung gegeben, den Irak anzugreifen. Seht ihr, wie Menschen, die ganz deutlich vor die UN-Versammlung getreten sind, hochdotiert mit ganz vielen Orden, ja, mit ganz vielen Orden, Kompetenz, gesagt haben, wir haben überhaupt keinen Zweifel, gar keinen Zweifel, der hat Massenvernichtungswaffen. Es sind genau diese Art von Menschen, die hochdekoriert mit Anzug und Krawatte vor die Menschen treten und sagen, es gibt gar keinen Zweifel, Gott gibt es nicht. Erkennt dies. Der Mensch ist nur ein Winzling. Und wenn Colin Powell umkehren würde, in tiefster, aufrichtiger Reue, auch wenn er zu verantworten hat, was er zu verantworten hat, wie viele Menschen gestorben sind im Irak, wie viele Menschen, wie viele Kinder, wie viele Familien zerrüttet wurden, zerstört wurden. Und trotzdem, wenn Colin Powell umkehrt, weil er sagt, ich habe es nicht gewusst, die Geheimdienste haben mir falsche Informationen gegeben, und in tiefer Reue zurückkehrt zu seinem Schöpfer, zu Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah wird Allah subhanahu wa ta'ala, würde Allah subhanahu wa ta'ala ihn vergeben. Aber der Mensch ist voller Spott und macht sich über Dinge Gedanken, wovon ihm kein Wissen gegeben ist, und versucht dann, seinen Schöpfer, der ihm die Barmherzigkeit und Gnade gegeben hat, in dieses Leben zu kommen, zu spotten, sich über ihn zu stellen. Wer ist Gott? Gott weiß alles und muss prüfen. Du Mensch, der so redest, du bist nicht der Prüfer, du bist der zu Prüfende. Also hast du nicht das Recht, derartige Aussprüche zu stellen. Aber das ist genau das Problem des Menschen. Er vergisst seinen tatsächlichen Stellenwert und er bekämpft sein eigenes Heil. Der Mensch ist der Natur nach ein tragisches Wesen. Oftmals bekämpft er mit allen Mitteln diejenigen, die ihn retten wollen. Bekämpft er diejenigen, die ihm einfach nur den besten Rat bringen wollen, die ihn vor dem schlimmsten Pein, vor der Höllenstrafe, dem schlimmsten, was man sich nur vorstellen kann, denn all dieses sind Metapher und das sind Gleichnisse im Heiligen Koran für ein unendliches Leiden, was wir uns nicht vorstellen können. Und derjenige, der dich, ohne dass er dafür von dir einen Lohn erhält, der dich davor bewahren will und der dich in diesem Gleichnis zu dem schönsten Schloss geleiten möchte, ohne dass du ihm in irgendeiner Form in irgendwas gehorchst, sondern dir sagt, dann lebst du ganz normal dein Leben, aber du gedenkst Gott. Es geht nicht darum, dass man sagt, die machen daraus Roboter. Schon in der Bibel steht, Glaube ohne Werke ist tot. Und genau das hat auch Jesus gesagt. Ganz genau dieses hat auch Jesus gesagt.
Wenn ihr mich liebt, spricht er im Namen Gottes, dann haltet die Gebote und haltet die Gesetze. Und was hat Jesus seinen Jüngern immer wieder gesagt? Wenn er mit ihnen gesprochen hat und mit ihnen zusammengetroffen ist, lasst uns beten. Und wie oft hat er gesagt, weiche von hier, du Teufel. Ja, direkt den Teufel angesprochen. Er selber, weg mit dir, du Teufel, damit er beten kann, damit er rein ist. Das ist es, um was es geht. Um das Gottesbewusstsein. Das Gottesbewusstsein bedeutet vor allem, Gott zu fürchten. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Menschen, die die Wahrheit sucht, die Menschen, die ganz offensichtlich diesen gewaltigen Inside-Job 9-11 kreiert haben, sie fürchten Gott nicht. Sie sind mit ihren Lügen durchgekommen. Sie haben tatsächlich den irdischen Erfolg, den sie haben wollten, erzielt. Aber wenn sie nicht umkehren vor ihrem Tod, wie zum Beispiel George W. Bush, er wird die ewige Hölle vorfinden. Dieser irdische, kurzzeitige Erfolg, was ist der schon wert? Und wenn es Menschen gibt, die sagen, wieso sterben Gläubige denn so qualvoll, die haben gar nichts verstanden. Der Islam gibt auf alles eine Antwort. Wenn du nur dich verletzt mit einem Dornenstich und den geduldig erträgst, so dient er dir zur Sühne deiner Sünden. Denn es ist wieder die Prüfung, ob du Gott liebst, auch wenn dir Schlechtes widerfährt und nicht nur, wenn dir Gutes widerfährt. Was wäre das für eine Prüfung, zu wissen, ob du selber, wenn du das selber nachvollziehst, ohne dass du dich jetzt anmaßt, dich mit Gott zu vergleichen, aber wenn du sagst, ich will sehen, ob mich jemand liebt und du tust dem nur Gutes, das ist keine Prüfung. Aber wenn du demjenigen, wie man sagt, auch Schlechtes tust und er dich trotzdem nicht fallen lässt, dann weißt du, dass er dich wirklich liebt. Wie man sagt, in guten wie in schlechten Zeiten, das Bündnis mit Gott, wie es im Heiligen Koran heißt, das sollen wir halten, und zwar nicht nur in guten, sondern auch in schlechten Zeiten. Das ist es, worauf es in diesem Leben ankommt. Und das ist es, wofür gepredigt wird. Dass dieses kriminalisiert wird, das liegt an dem Teufel, der den Menschen wegbringen möchte von Gott. Und diejenigen, die Wahrheit und denen die Wahrheit gebracht wurde, der Teufel kennt sie. Und er versucht dann sofort, seine Leute, die ihm gehorchen, gegen diese Menschen aufzubringen. Das heißt, die Gläubigen erfahren dann Widerstand. Subhanallah, das ist ein gewaltiger Beweis für die ganze Wahrheit unserer Religion. Wir spüren Widerstand. Wir würden predigen ohne Widerstand? Das wird gar nicht gehen. Das wird ja bedeuten, wir haben gar keinen Gegner, vor dem der Heilige Koran uns warnt, dass wir wissen müssen, wir haben einen Gegner. Das steht im Heiligen Koran. Der Heilige Koran hat uns nicht gesagt, ihr lebt ein wundervolles Leben, ihr werdet alle Menschen zum Glauben rufen, alle werden kommen, Friede, Freude, Eierkuchen unterm blauen Himmel, kommt uns besuchen. Nein, er steht im Heiligen Koran ausdrücklich, ihr habt einen Feind und ihr werdet Widerstand erfahren dadurch sinngemäß, ja? Und genau so ist es. Aber dennoch ist es unsere Aufgabe, immer wieder zur Wahrheit zu rufen, wohlwissend, dass es diesen Feind gibt, wohlwissend, dass dieser Feind aber auch von jedem Einzelnen besiegt werden kann, wenn er sich zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehrt und von Allah subhanahu wa ta'ala den Beistand erfleht gegen diesen Feind. Und dazu laden wir jeden Menschen ein und nicht dazu, Unrecht zu begehen. Denn wenn jemand sagen würde, wir laden dazu ein, was die sich in ihrer Klischeevorstellung oder von diesen Predigern, die von irgendwoher eingeschleust sind, vor denen schon der Prophet Muhammad a.s., da gibt es Hadith, die man ihm zuschreibt, gewarnt hat, dass eine Zeit kommen wird, da werden Menschen predigen, die überhaupt keine Ahnung vom Islam. Denen geht der Koran nicht über die Kehle. Das heißt nicht ins Herz, dringt nicht ins Herz ein. Ja? Das sind herzlose Menschen, heißt, dass die dann kommen werden. Und das sind diejenigen, die wirklich sagen, tu den Sprengstoffgürtel und jage Zivilisten, Unschuldige in die Luft. Nicht im Rahmen eines Krieges, in Friedenssituationen. Und fürchtet Gott nicht, der da sagt, wer dies tut, wer Leben vernichtet, was Gott unversehrt gemacht hat, heilig erklärt hat, der geht in die ewige Hölle. Wie nun steht derjenige da, der genau das Gegenteil predigt? Er steht da als ein Götzengott, der sich zum Gott neben Gott oder gegen Gott macht. Denn wer dem Heiligen Koran
widerspricht, dem also die Wahrheit gebracht wurde, dem die Wahrheit des Heiligen Koran klargemacht wurde, das gilt auch für einen Muslim, und dennoch Dinge befolgt, die dem Heiligen Koran widersprechen, der steht sehr schlecht da. Deswegen ist es von mir keine Floskel, wenn ich sage, wenn ihr Ahadith lest, dann benutzt euren Verstand, den gottgegebenen Verstand, darauf zu achten, dass das, was euch vorgelegt wird, dem Heiligen Koran nicht widerspricht. Und das ist keine Floskel, die ich hier bringe. Wie viele Muslime befinden sich in Foren mit Nicht-Muslimen und unterhalten sich über Ahadith, in Anführungsstrichen, die von diesen Leuten erfunden wurden. Erfunden, die gibt es in keiner Sammlung. Die gibt es nicht in Bukhari, die gibt es nicht in Muslim, die gibt es nicht in Dawud, die gibt es nirgendwo. Das sind erfundene Ahadith. Und diese Muslime legen sie aus, um zu sagen, dass dieser Ahadith so und so und so gemeint ist. Setzen sich also mit der Lüge auseinander. Für mich ein hundertprozentiger Beweis, eine Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben den El-Furqan, wir haben die Unterscheidungsnorm. Als man mich mit diesen Ahadith konfrontiert hat, habe ich gesagt, obwohl ich nicht die komplette Bukhari Muslim, kenne ich ja nicht auswendig, ich habe gesagt, dieser Ahadith widerspricht dem Heiligen Koran. Egal von wo er kommt, ich lehne ihn ab. Und so verfahre ich mit allen Dingen, inshallah, aber immer, indem ich Allah subhanahu wa ta'ala's Rechtleitung erflehe, dass er mich leiten möge und mich bewahren möge von all den Täuschungen. Denn es gibt einen Ahadith, der dem Propheten Muhammad a.s. zugeschrieben wird, indem er eine Linie gezeichnet hat und gesagt hat, das ist der gerade Weg sinngemäß zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann machte er ganz viele Zweige an diese Linie und sagte, an jeder Wegbiegung oder an jeder dieser Zweige, da ist ein Shaitan, der einlädt zur Hölle. Das heißt, der Weg ist gerade, aber links und rechts werden wir gerufen, um in diesem Bild zu bleiben. Und wir müssen immer versuchen, auf dem geraden Weg zu bleiben. Der Heilige Koran ist unser Wegweiser. Und alles, was dem widerspricht und vom Heiligen Koran nicht bestätigt wird, ihr werdet auf dem besten Weg kommen. Ihr werdet auf den besten Weg kommen. Und nichts kann euch etwas anhaben. Deswegen, ich brauche mich mit den Wahrheitsleugnern nicht darüber zu streiten, wie inhuman doch die Steinigungsstrafe ist. Ich sage, die Steinigungsstrafe steht nicht im Heiligen Koran. Ihr findet sie in euren Schriften. Kritisiert euch selbst. Und ich lasse mir dann auch nicht von Muslimen sagen, aber guckt doch mal den Ahadith und jenen Ahadith. Dann sage ich, guck selber, ich habe meinen Heiligen Koran. Bringt er mir einen Ahadith, der vom Heiligen Koran bestätigt wird, gib dem bloß her, damit ich meine Weisheit vertiefe, inshallah. Und so werden wir auf dem richtigen Weg wandeln, inshallah. Auf dem Weg, der uns zum Licht führen möge, inshallah. Und nur Allah subhanahu wa ta'ala ist um Rechtleitung anzuflehen. Ich hoffe, dass ich mit diesem Vortrag viele Missverständnisse klären konnte, nochmal bestimmte Punkte klarstellen konnte und viele Menschen auch nochmal ins Bewusstsein rufen wollte, sich genaue Gedanken zu machen, worum es hierbei geht und dass sie selber für sich das Seelenheil suchen sollen. Denn aus meiner eigenen Erfahrung sage ich, es ist der beste Weg. Es gibt keinen besseren. Wassalamu alaikum wa rahmatillah an meinen lieben Brüdern und Schwestern im Islam und allen anderen ein tiefes Nachdenken.